Einen wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Pelzer Stammtischs. Wir versuchen es gerne, wir sind immer noch drauf, pelzisch zu babble. Servus. Und zwar haben wir heute gedacht, es geht um so klassisches Stammtisch-Frauenthema Kaffeekränzchen, würde ich es jetzt mal nennen. Und zwar, ich glaube, die Jessie und wir sind so, ich weiß es nicht, bestimmt gibt es noch mehrere Familien, aber bei uns war das so, dass es traditionell immer samstags Kuchen gab und Kaffee, dass sich die ganze Familie quasi samstags getroffen hat zum Kaffee und Kuchen. Also ich erinnere mich an Hochzeiten, wo meine Oma wirklich an die 8 Kuchen gebacken hat. Man muss dazu sagen, es gab aber bei uns keine Torten oder so, sondern wirklich Kuchen. Also viel Hefeteig, also quasi Apfelkuchen mit Rivele in der Quetschezeit. Quetschekuchen mit Rivele, wer nicht weiß, was das ist, ist ein Zwetschgen, also Zwetschgenkuchen mit Streusel. Dann einfach nur Ribbelkuche. Dann gab es bei uns einen Hefezopf, den hat meine Oma gemacht, also einen Hefeteig, dann so Nussmischung draufgelegt, gerollt in eine Gugelhupfform, das gab's. Dann gab es oftmals auch Grumbeersuppe mit Dampfnudle, ne, weil das war ja dann auch Hefeteig, konnten wir ja alles in M mitmachen. Zur Zwiebelzeit gab es auch nur Zwiebelkuchen mit Naim Voi, aber auch mit so einem Hefeteig drunter, hat meine Oma den gemacht. Manchmal hat es dann mit Kneteig gemacht, es kam immer drauf an. Ja, also das waren so die klassische Kuchen und dann hat man Oma so verschiedene Formen, wie man es heute vom Pizzablech her kennt, da hat die den Kuchen drin gemacht. Und dann hat wirklich, also die Leute kamen, also was heißt die Leute, mein Onkel, seine Frau, mein Vater, ich war manchmal da, meine Mutti, manchmal kam meine Tante noch gefahren und dann hat jeder so einen Kuchen mit Häm gekriegt. Da sagt jeder sonntags morgens zum Kaffee ein Stück Kuchen gehabt hat. Und klassisch hat man diesen Hefekuchen in Kaffee eingedunkt, wenn er ein bisschen Trugewoche ist, und hat ihn dann so quasi gegessen. Das war bei uns so die Tradition, wo ich mich als Kind noch erinnere. Zur Cashzeit hat es auch mal Cashplotzer gegeben, es hat auch mal einen Sandkuchen gegeben oder einen Marmorkuchen. Aber in der Regel war es eigentlich immer eher Kuchen, also keine Torten. Und auch immer eher Trugachm und Hefezopf gab es einfach mit Butter und selbstgemachte Marmelade drauf. Aber das war eigentlich so die Tradition, wie ich die als Kind kenne. Aber ich weiß, dass die Jessie auch so Traditionen hat, die kann ich jetzt mal berichten. Ja, bei uns war das ähnlich so, bei uns war immer samstags bei meiner Oma Treffpunkt und manchmal waren wir zu Hochglanzzeiten auch so 8, 9 Leute. Da gab es immer 2 bis 3 verschiedene Kuchen, wie die Jenny schon gesagt hat, Ribbelkuchen, also es gab immer einen trockenen Kuchen und immer so, auch so einen Schmandkuchen mit Mandarine oder so. Bei uns gab es auch keine Torte, also auch eher so trockene Sachen, so die Klassiker, versunkene Apfelkuchen, russische, französische, was ist meine Schwester so gern? Französische Apfelkuchen, dann gab es einmal Donauwelle, also wirklich die russische Klassiker. Dann auch einen Kugelhupf und Marmorkuchen, dann gab es einmal einen Rotweinkuchen. Also es gab immer reichlich zu essen. Und dann habe ich immer schon meine Schüssel mitgebracht, meine Kuchenschüssel, und habe immer mir 2, 3 Stückchen mitgenommen, für, genau wie bei Jenny, auch für sonntags zum Kaffee und Kuchen oder sonntags morgens schon zum Frühstück. Und ich auch schön einen Kaffee, meistens der trockene Kuchen in Kaffee eingedunkt, schmeckt es am besten. Und ab und zu hat meine Oma, aber das habe ich gar nicht erzählt, aber gut, mein Gott, ab und zu gab's, hat meine Oma als immer noch beim Schall gab es immer so ein Butterkuchen, so eine runde Form. Also so runde Form, das war, also der war richtig gut vom Schall, doch, den konnte man richtig gut essen. Der war Butterkuchen mit so einem Mantel, spielte auch mit drauf. Den esse ich auch so gern. Der war richtig gut. Und meine Tante, die Moni, macht den auch immer selber. Ja, den habe ich auch schon mal selber gemacht. Muss ich mal wieder machen, wo du es jetzt sagst. Ja. Ja, also irgendwie, ich erinnere mich auch noch der Mutter, die hat sich manchmal mittags auch Kaffeestückchen geholt und dann wurden die so in Teile geschnitten, dass jeder von jedem Kaffeestückchen was gekriegt hat, ne? Genau, ja. Das stimmt, erinnere ich ja. mich auch noch dran. Gut, also ich muss ganz ehrlich sagen, wenn wir jetzt gerade beim Bäcker hängen geblieben sind, also ich finde heutzutage, tut mir leid, kennen jetzt auch alle Buhe, ist ein Bäcker kein Bäcker mehr. Wenn ich überlege, was bei uns früher für gute Bäckereien gab, ja, also wenn ich allein an die Bäckerei Wilhelm denke, ja, ich fand das eine gute Bäckerei. Ach ja, Entschuldigung, es war nicht vom Charles, sondern vom Wilhelm. Ja. Entschuldigung, ja, der Butterkuchen war vom Wilhelm, ja, genau. Und
wenn ich allein dran denke, in der Schule hatte man den ja auch im Schulkiosk. Aber wenn ich jetzt allein mo an den Wilhelm denke, ne? Also denk, fällt mir als erstes mo ein, schä, die Käsestange. Das kann von mir aus auch analog Käse gewesen sein, wie auch immer. Die war einfach geil. Vor allem, wenn die so ein bisschen braun gebrannt war. Mega. Meine Oma hat mir die bei Schulausflüge mit Butter und Salami geschmiert und Käse drauf. Beste Kombi ever. Das war richtig geil. Brötchen haben noch nur Brötchen geschmeckt und nicht nur Luft. Ja, also ich habe am liebsten gegessen die Mohnbrötchen. Und halt die normale Weizenbrötchen. Damals war das noch nicht so ganz mit den Körnerbrötchen. Da war man noch nicht ganz so unterwegs. Aber wenn ich jetzt allein an die Kaffeestickscher denke, ja, dann denke ich als erstes mal an diese Nougat-Tasche. Boah, die war brutal. Das war so eine Nougat-Marzipan-Füllung. Ich glaube, es war ein Blätterteig, oder? So außenrum. Ja, so, ja. So ja, wie Appeltaschar, ne? Also du hast einen Teig vom Appeltaschar strudelt? Nee. Ich weiß es nicht. Blätterstrudelt? Nee, Blätterteig. Ich glaub, Blätterteig. Ja, und dann war links und rechts war so Schokolade außenrum. Dann die Appeltasche, war richtig geil. Dann gab es einen Puddingblunder, das war so ein, was war das für ein Teig, Jessie? Streusel, das war ein Streusel mit Pudding. Streuselpudding. Ja, also es war so ein, also oben drüber war ein Streusel, dann wurde es aufgeschnitten und Vanillepudding rein. Geil, richtig geil. Dann gab es noch eine Kirschtasche, die war auch mega. Und dann zu gewisser Zeit gab es Pfälzer Krummbeere. Das war geil. Das war ein Brandteig, also quasi wie ein Windbeutelteig. Und da war Vanille, aber so Vanillepudding reingespritzt. Und es war nicht wie ein Windbeutel, kennt man ja, dass der offen ist. Da wird ja eine Hälfte geschnitten und wird Sahne rein und manchmal Kirsche. Sondern das war geschlossen, also so ein runder Ball, wo innen aber Vanille gefüllt war. Also richtig geil. Dann gab es dieses Pfauenauge, habe ich auch gern gegessen. Das ist... ich weiß nicht, das ist so ein Butterkeksteig, würde ich sagen. Und dann ist in der Mitte halt so Marmelade, ne? Und dann gab es auch diesen Nougat-Ring, ne? Oder nee, wie hieß denn das? Flammendes Herz, glaube ich, ne? Flammendes Herz, ja. Das war auch dieser Keksteig, in der Mitte so Nougat gespritzt und mit Schokolade überzogen. Eine Hälfte mal mit Schokolade, andere Hälfte so, ja, genau. Genau. Und was ich auch noch geil fand, Granatsplitter. Mm. Wo gibt es heutzutage noch geile Granatsplitter? Ich meine, ja, mein Opa kannte die auch. Und ich meine, beim Bäcker ist es halt so, wenn alle Reste zusammengeschert, wenn nicht weiß, was ein Granatsplitter ist, also die Reste vom Teig, die Reste von alle Cremes, werden zusammengeschert. Dann werden du halt wie so Türme, also wie halt ein von einer Granate der Splitter, daher kommt es auch, dann wird so ein Turm gebaut, dann wird es mit Schokolade umzogen und meistens wird es auf so einen Kekstaler gespritzt oder auf so eine Waffel, ne, drauf gespritzt. Also, wow. Habe ich was vergessen? Gab es noch irgendwas Geiles? Überleg gerade. Ja, ich überlege. Also vom Schal des Brotkonfekt noch. Ja, habe ich auch gedacht, als Brotkonfekt vom Schall. Das war oh, wie oft geil. Sind wir da hier und haben Brotkonfekt ja, gehabt. Ja, das war echt oh. Auch geil. Das waren so kleine, wie so Mini-Käsestange, kann man sagen. Also so der Teig und dann war das aber mit Kürbiskerne und Käse, dann nur mit Käse, dann mit Salami, glaube ich, gab es sogar Mohn, so. Mit Mohn. Mit Mohn, also so verschiedene Varianten, die waren echt auch geil, ja. Nee, aber beim Wilhelm gibt es echt so einige Sachen, wo ich denke, oh, es war schon geil. Aber ich sage mal so, bei der Großbäckerei heute, also ich weiß, ich kriege jetzt bestimmt voll der Hate ab, ja, weil zum Beispiel Dommer liebt Jude Götz, ne? Also wenn der gerade denkt, wir fahren mit dem Auto fort, dann denkt der da drauf, wenn ich nicht Brote mache, wir fahren zum Götz und holen zu Brötchen. Das ist verdammt so Götz, ne? Also ich weiß auch nicht, aber das ist bei den Speiras so, weil die hatten den Götz halt schon viel früher wie wir. Ich muss sagen, ich könnte dir beim Götz nicht ein einziges Kaffeestück sagen oder Stikure, wo ich sage, das ist geil. Sorry, bin ich raus. So, also ich muss sagen, also bei den Kaffeestückchen, ja, nee, aber bei den belegten Brötchen finde ich, da hat die meiste Auswahl an belegten Brötchen. Ja. Und auch, ich finde immer so ein bisschen abwechselnd, so auch mit Avocado oder mit Camembert. Und ja. Wenn es kein Ess, Camembert mit Marmelade zum Beispiel. Oder dann gibt es die Flotte Pude mit Pudebrust. Die Flotte Pude. Ja. Ja, also doch, kann man es. Muss man echt, oder ich esse gerne nach der Siegfried, Buddha oder Siegfried so. Aber wo gehst denn du zum Götz? Du gar kein Götz in der Stadt, oder? Ah, beim Rewe, Grünstadt. Ach so, ja, okay. Ab und zu, ja. Ja, bei uns ist hier aber ja, beim Rewe, Anna. Oder du, ja. Also ich muss sagen, dann mag ich lieber die Barbarossa, weil, aber auch nur, wenn sie es Nougati haben, weil das finde ich geil. Vergiss es, ja. Aber da muss man dazu sagen, das kriegst du nicht immer. Wenn du zu spät kommst, sind die schon alle ausverkauft. Verstehe ich halt auch nicht, weil wenn es doch so gut ist, warum hast du nicht mehr du? Dann gibt es ja diesen Nussblunder oder das ist so eine Nussschleife, die ist ja wie so geflochten, die geht auch noch. Die ist auch noch okay, aber Nougatti ist einfach besser, ja. Hast du schon mal das Mohnstritzel probiert? Nee. Wow, das ist geil. Ja.
Das gibt es auch nur so bestimmte Zeit. Das Mohnstritzel muss ich da mal holen. Das habe ich noch nie probiert. Oh, das ist, aber also die Zimtschnecke. Ja. Zimtschnecke habe ich schon probiert. Cinni-Mini-Rolls so mit Toffifee und Karamell. Ah, das nicht. Die normale Nein? Zimtschnecke, das hat der Dommer. Also das Ding ist, es gibt halt in Otterberg, wohnen die jetzt? Ich glaube, in Otterberg gibt es eine Barbarossa-Bäckerei, wo die Köys wohnen. Und manchmal, wenn wir halt auf dem Weg nur lautere waren, haben wir uns schon mit denen dort zum Kaffee getroffen. Dann haben wir halt do was. Deswegen halt Barbarossa. Oder man muss dazu sagen, im Aldi bei uns, ich weiß nicht, ob es in alle Aldis so ist, aber hier bei uns im neuen Aldi ist die Brotauslage vom Barbarossa. Also du kannst diesen Nuss, geflochtene Nussding, kannst du bei denen in der Auslage halt auch holen. Ansonsten in der Stadt, in die Barbarossa, muss ich ehrlich sagen, gehe ich nie. Wo auch noch ein Barbarossa ist, ist ein Hit in Eisberg, aber der ist sauteuer. Da war ich emo und das hat mir gereicht. Also krass, wie teuer der war. Ja, aber deswegen kenne ich halt den Nugatti. Also gut, weil früher habe ich ja Aremo ganz, ganz vor 20 Jahren in der Stadt geschafft. Und ich weiß noch, da war die Barbarossa neu. Und was ich da mochte, ich weiß gar nicht, ob es noch gibt, war der Big Ben. Das war wie so viertelstes Fladebrot, gefüllt mit Frischkäse bestrichen. Dann war da so Kraut drin. Und ich glaube, Schinke oder so. Ach ja, ja, ja. Das doch, war ja, geil, ja. Aber es gibt es nicht mehr, gell? Das fand ich halt cool. Aber wenn du überlegst, was bei Barbarossa, ich habe immer früher gerne das Fitnessbrötchen gegessen. Es wäre einfach nur Frischkäse mit bisschen Tomate und Gurke. Das kostet, hat früher 102 Euro gekostet. Das kostet bald 4 Euro. Sorry. Krass. No go. Geht gar nicht mehr. Nee. Also ich muss sagen, die Bäckerpreisentwicklung ist sowieso richtig krass und eigentlich hole ich so gut wie nie. Also ich meine, klar, ich bin dann immer so viel unterwegs. Früher war ich natürlich im Außendienst, da hast du öfter mal belegtes Brötchen oder so geholt, ne? Aber dementsprechend hat es mir halt auch ziemlich schnell aus dem Hals rausgehangen. Deswegen mag ich es halt gar nicht so gern, weil ich dann halt jeden Tag, hatte fast keine andere Option, ne? Deswegen habe ich dann einfach irgendwann nur noch Shake getrunken und mit der Ham dann gekocht, ne? Weil du es irgendwann nicht mehr sehen kannst. Aber wie gesagt, also der Dommer, wenn er was holt, dann geht er immer zum Götz. Und das ist halt meistens, wenn wir unterwegs sind, dann, ne, und der holt halt sich klassisch, der isst gern entweder ganz einfache Salami-Brötchen oder er isst halt gern, und zwar, ich weiß nicht, wie das heißt, das ist mit Fleischkäse drauf und dann so saure Gurke, da gibt es auch so Brötchen beim Götz, das holt er sich immer. Und ich bin halt eher derjenige, der gern so Caprese isst, so Tomate-Mozzarella-Brötchen oder so Brot. Ich mag auch das, was du gehst, letztens hattest du so, welche einfach so Brot. Ich esse lieber Brot. Pausenbrot. Ja. Pausenbrotzeit oder Brotzeit oder so irgendwas. Ja, sowas in die Richtung. Aber jetzt, klar, wenn wir so unterwegs sind, holt jeder belegtes Brötchen fertig. Also selten, dass wir da was Süßes holen. Wobei, jetzt muss ich gerade an Wilhelm nochmal denken, das Schokobrötchen war auch so geil. Oh. Ja, das war echt das geil. War richtig geil. Da waren noch Schokostückchen drin. Ja, das waren halt noch so richtige Kaffeestückchen. Ich meine, ich muss dazu sagen, bei uns gab es nicht so oft Kaffeestückchen. Also meine Oma hat manchmal Brötchen geholt. Das war aber meistens entweder, wenn wir in der Schule einen Ausflug hatten oder mal selten samstags oder sonntags. Und dann hat sie auch mal für mich so Kaffeestückchen mitgenommen oder wenn ich halt dabei war und wollte eins haben. Aber ansonsten wurde bei uns halt wirklich immer selber gebacken. Also dieses Thema, dass man, ach Gott, also was ist bei uns, also wirklich gar nicht gäbe hat, ist gefrorene Kuchen. Also das Koppenrad und Wiese, das gab es bei uns nie. Sondern? Also wirklich nie. Ich weiß nicht warum, aber das gab es weder bei meiner Mutter noch bei meiner Oma. Also das gab es einfach nicht. Und dass man beim Bäcker Kuchen geholt hat, bei uns gab es das auch nicht. Also wie gesagt, so ein Butterkuchen, ja, sowas Trockenes, aber so eine Torte oder sowas, das gab es bei uns nicht. Bei uns wurde immer selber gebacken. Außer, ich erinnere mich noch ganz früher, wo es jetzt im Supermarkt noch nicht die fertige Biskuitböde gab, hat meine Oma schon immer für die Schwarzwälder Kirsch zum Beispiel, hat die dann nur die Bode, also die dunkle Biskuitbode dort fertig geholt und hat den Rest dann daheim fertig gemacht. Das war auch ganz selten. Aber man muss dazu sagen, früher wurde halt auch richtig, richtig viel, wenn Geburtstag war oder Konfirmation oder so, du wurde ja richtig viel Torte gebacken, also bei uns oder nach Hochzeit. Also du hast ja bei einem normalen Geburtstag schon 8 bis 10 Kuchen gehabt, aber nicht Kuchentorte wirklich. Und an einer Konfirmation oder Hochzeit, du redest mal von 20, 30, weil früher war das klassisch so im Dorf, dass du dann quasi im Dorf der Kuchen schon vor der Konfirmation verteilt hast. Also selbst wo ich noch konfirmiert worden bin, vor 26 Jahren, 27 Jahren. So lang.
Ja, war das so, dass meine Oma und meine Tante und meine Mutter, die haben gebacken, also die haben dann wie viele Tage gebacken. Ich habe sogar in alte Backbücher von meiner Oma noch Liste, was gebacken wurde. Und ich habe dann den Kuchen, der wurde dann geschnitten, ne? Also wurden verschiedene Stücke geschnitten und der wurde dann im Dorf an die Nachbarschaft verteilt. Also das habe ich noch gemacht. Gab es bei euch auch? Ja, also nee, also so im Dorf nicht, aber die Gäste, die dann da waren halt, ne? Wenn so viel Kuchen oder allgemein Kuchen, ja. Hat meine Mutter schon immer so Pappteller genommen und mit Alufolie schon immer dann so gerichtet, schon für die Leute. Mit gerade so vergnügt. Ja, und damals gab es halt, wenn man jetzt so, ich meine, ich backe ja viel. Und wenn man so betrachtet, es gab halt damals ganz andere Torte, wie es heutzutage gibt. Wenn ich jetzt so die Sally angucke oder die Kiki. Weißt du, das sind ja immer solche Innovationen. Und dann ist es, was weißt du, Geier, Frankkuchen und was für Torte. Und bei uns gab es ganz klassisch, wirklich der Frankfurter Kranz. Aber mit Marmelade und Marzipanschisch drin, anders geht gar nicht. Und ich mag den Frankfurter Kranz lieber mit einem Biskuitteig wie mit einem Rührteig, weil das ist nämlich auch ein Unterschied. Dann gab es bei uns klassisch Schwarzwälder Kirschtorte. Es gab Odewaldtorte, das war so, es waren wie so Äpfel. Es ist mit Äpfel gemacht, mit Äpfel und Wein ist es gemacht und mit ein bisschen Sahne und Kakao. Also das wurde gemacht. Dann erinnere ich mich dran, Käse-Sahne, ganz klassisch. Ach, gerne Käse-Sahne mit Mandarine. Meine Oma hat immer Dünetort mit Stachelbeere gemacht. Das war so ein Klassiker von ihr. Erdbeertort hat sie immer gern gemacht. Dann Eierlikörkuchen, ganz klassisch. Karottetort, ganz klassisch. Dann gab es eine Schmandtorte, die wurde immer gern gemacht, weil die hat schon zwei da vorher gemacht, dass der Schmand richtig durchgezogen ist. Dann gab es, ich muss mal überlegen, was gab es noch? Das sind eigentlich auch so die Torte und Kuchen, wo mein Opa, sag ich mal, oder so meine Tante oder meine Mutter auch heute noch gern wollen. Also so diese Klassiker, nicht so dieses neumodische Fett, das ist denn alles zu viel süß und zu viel babbisch, ne? Oder meine Oma hat immer gerne Ananastort gemacht. Die habe ich, die isst mein Vater so gern. Was ich auch immer ganz gut fand, war auf jeden Fall die Karottetort. Also das war für mich immer schon mein Favorite bis heute. Den gibt es auch bei uns immer mindestens mal an Ostern. Und eine Zeit lang, ich weiß nicht, ob du dich noch erinnern kannst, in der 80er, es gab hier schon so Food-Trends, ach damals, nicht so krass wie heute, aber damals gab es einen Food-Trend, der nannte sich Philadelphia-Torte. Ich ja, weiß nicht, ob es noch heute immer noch, bei meiner Tante zum Sommer, ehrlich? Immer noch Philadelphia-Torte. Doch, doch. Das ist so No-Bake, ne? Das war eigentlich so die erste No-Bake-Torte in Deutschland, wo ich mich jetzt dran erinnern kann, ne? Das war so mit Löffelbiskuit gemacht, oder? Nee, also macht immer andere Tante, die macht ja mit Löffelbiskuit, aber die Moni macht den ohne mit so einem Mürbeteig, mit so einem Keksteig ohne. Okay. Das wird fett Butter, also mit Butter und ja, so Kekse verdrückt und dann macht die eigentlich nur klassisch dann entweder Waldmeister oder Himbeere, machst du das. Oh, dann, wie geil, Waldmeister. Ja, Waldmeister oder Himbeere, ja. Wie machten die das mit Waldmeister-Sirup dann? Ja. Oh, geil. Ja, oder Himbeersirup, oder ja. Genau, und dann macht die aber auch drauf nichts mehr. Also der bleibt einfach glatt. Kenne ich nicht, nee. Aber so macht meine Tante, meine andere Tante. Also ich kenne die Philadelphia-Torte. Ach, mit Löffelbiskuit, ja. Du, ich kann dir gar nicht mehr sagen, mit was die bei uns gemacht worden ist. Mit irgendwelchem, ich glaube sogar mit Dosenmandarinen oder mit irgendeinem Obst. Aber ich weiß, dass es auch Philadelphia-Torte, Mohrenkopf-Torte gab. Weil die wollte ich dann immer zum Geburtstag haben. Die fand ich so geil. Die hat die meine Tante immer gemacht, die Mohrenkopftorte. Gell? Ja. Das war immer was Cooles. Ja, das waren eigentlich so die klassische Kuchen. Ich überlege gerade, fällt dir noch was? Also klassische Kuchen, die Käsekuchen, klar. Ja, ja, man Klassiker. Dann, also Käsekuchen ist eigentlich immer gegeben. Ja, Obstbämsche, genau. Also zur Erdbeerzeit dann Erdbeerbämsche und ansonsten Dosefrüchte als Bämsche, ne, mit Sahne. Das war so der Klassiker, den hat es immer gegeben. Das ging auch relativ schnell. Rhabarberkuchen. Ja, Rhabarberkuchen in der Rhabarberzeit, stimmt. Jo, Quetschekuchen halt eine Quetschezeit, Käseplotzer in der Käsezeit. Ich glaube, meine Tante backt sogar demnächst eine weiße gerade Käsezeit, glaube ich. Ja, ja, sogar. Es ist Käsezeit, ja. Ich überlege gerade, was gab es noch? Ich überlege auch schon die ganze Zeit. So als in der Anführungszeichen druckene Kuchen gab es auf jeden Fall immer einen Käsekuchen. Wobei der ja eigentlich nicht weggestrucken ist. Also ich muss sagen, bei uns, ich kenne mal wieder Rotweinkuchen mache. Ich finde nämlich meiner ist der beste. Kann er sagen, was er wollen. Aber mittlerweile, Jenny, macht meine Tante 8 Doppelstreusel neu. Ah, hast du gesagt. Ja. Also ich finde, mein Rotweinkuchen ist der beste. Den habe ich sogar besser gemacht als meine Oma und meine Mutter, weil er sehr saftig ist. Schon lange nicht mehr gemacht. Ah, was ich aber noch gern esse, Jenny, den essen wir arbeite gern, denn
den Nusskuchen, den man nicht backen muss. Oder wo so wenig Zutaten. Oh, von meiner Mutter, der. Ja, oh, meine Tante macht den auch als. Der ist geil. Haselnussglasur oder Schokoladenglasur. Nee, meine Mutter macht mit Zartbitter. Ah, meine Tante macht das mit Haselnuss. Aber die macht den halt so, dass die Schokolade so richtig dick ist bei meiner Mutter, dass es so reincrackst, ja. Also das ist halt richtig geil. Aber ich sag mal, das war so ein Kuchen, der kam später, ne? Also so vom Ding her, aber so der Rotweinkuchen, das gab's schon immer, ja. Weil ich kann mich noch an früher erinnern, mit meiner Mutter immer so Giotto-Tort gemacht hat. Stimmt, deine Mutter, stimmt, und es gab auch zu der Beginne dann immer Raffaello-Tort, Rocher-Tort und Giotto-Tort. Das war so dann, wo es schon so ein bisschen fancy geworden ist, sag ich mal, ne? Aber kannst sagen, was du willst, hat sich nicht gehalten, ne? Ich meine, klar, es gibt eine Million Rezepte für Rocher-Tort, auch von der Kiki, für Giotto-Tort und so weiter, also neue Rezepte auch. Aber wenn ich so dran denke, so die Klassiker, also bei uns zumindest ist es so, dass alle immer die Klassiker wollen, aber es liegt wahrscheinlich auch am Altersdurchschnitt, dass meine Mutter, Oma, Opa, Tante halt einfach immer so die alte Sache eher wollten. Weil man muss sagen, jetzt heutzutage wird bei uns, außer dass ich halt gern backe und viel backe, wird nimmer viel gebacken, weil auch nimmer viel Kuchen bei uns gegessen wird. Also es ist wirklich so, dass wir heute samstags keinen Kuchen mehr haben, weil einfach mein Opa, der will so gut wie gar nichts mehr Süßes. Warum auch immer. Jo, wir wollen ständig abnehmen, wie es halt so ist. Meine Tante, ich glaube, die wird schon als Mo-Stick essen, aber wegen Emme-Stick oder ach, nicht immer. Die sagt, ah, manchmal geht gegen sie, ne? Also es ist halt so schwierig. Und deswegen wird bei uns halt gar nicht mehr viel gebacken, außer wenn es Geburtstage sind und so oder Ostre. Und dann wird aber immer gleich gesagt, aber gell, nicht zu viel, gell, einer langt. Wer soll das alles essen? Ja. Ich habe noch was vergessen. Erdbeersahneroll. Das ist der absolute Klassiker. Biskuit, Erdbeersahnerolle und bei uns gab es auch noch eine Mokka-Rolle. Die hat meine Oma alles gemacht. Die wollte ich echt mal machen, weil die war echt richtig gut. Also das waren so die Torte-Klassiker. Aber wie gesagt, da würden wirklich 20 Kuchen gebacken. Das ist kein Scherz. Und da wurde auch echt viel gegessen. Und wie du sagst, wurde halt auch noch viel verteilt. Also da wurde nie Kuchen fortgeschmissen. Also. Bei uns gab es immer Standard, immer jeden Samstag einen trockenen Kuchen für meinen Onkel, für meinen Opa, weil den konnte man dann die ganze Woche essen. Also meine Oma, egal was sie gebacken hat, es gab immer einen trockenen Kuchen. Den konnte man die ganze Woche noch essen. Das hat meine Tante auch erzählt, dass mein Uropa, für meinen Uropa gab es auch immer einen trockenen Kuchen, weil wie du sagst, die ganze Woche hat er dann noch gegessen. Der hat dann halt auch einen Kaffee gedunkt. Ja. Ne? Also der wollte halt auch immer süß. Aber ich habe so das Gefühl, manchmal heute ist gar nicht mehr so, also ist schon noch süß, aber so anders süß, so übertrieben süß, halt so, wisst ihr noch, der Einfluss von so amerikanische, türkische, so von der ganzen Welt Einflüsse, wo süß gegessen wird, aber zum Beispiel bei uns gab es auch immer einen Tag unter der Woche, wo es süß Mittagessen gab und das habe ich halt gehasst, ja. Also bei uns nicht, aber bei meiner Tante gibt es halt noch, immer Mittwochs. Mittwochs. Bei uns gab es Mittwochs entweder Milchreis, Auflauf, aber war das mit Dose Obst oder Erdbeere in der Erdbeerzeit oder halt mit so Pashing. Ne, Käse gab es bei uns nicht, bei uns gab es Dose Pashing oder halt diese Cocktailmix. Ne, aber eigentlich, wenn Erdbeerzeit war, Erdbeere, dann gab es Spatze mit Obst. Da hat meine Oma frische Spatze gemacht, mit Butter abgeschmolzen und dann halt auch so Obst dazu. Also eigentlich gab es nur die zwei Sachen. Für mich gab es dann als Mokrisbrei, weil ich mochte den Milchreis oder auch die Spatze nicht. Gab es immer Grießknäpp? Nee, die gab es bei uns nicht. Die Grießknäpp habe ich wiederum sehr gern gegessen, weil meine Mutter hat dann immer noch so die Röstis gemacht in Mehl und Butter. Und da gab es immer selbstgemachte Apfelmus. Das habe ich immer gern gegessen. Selbstgemachte Apfelmus habe ich auch gern gegessen, aber mit Grumbeerpannekuchen. Ja. Oder was ich auch nicht leiden konnte, war Gemüsesuppe mit Apfelpannekuchen. Okay. Oder manchmal, wenn meine Oma Spatze gemacht hat, dann habe ich mir die Spatze mit Käse gemacht. Ja, Kässpätzle. Und dann das Obst hinterher. Also ich mag das nicht. Also entweder ich habe Hunger und dann esse ich was Deftiges. Ich kann dann noch einen Nachtisch essen, noch einen Pudding oder so. Aber ich kann nicht nur süß essen. Also obwohl ich gern süß esse, aber das geht für mich nicht. Also da bin ich genauso wie bei der Jenny. Ich muss immer erst was Deftiges essen. Bei uns gibt es an Karfreitag gibt's bei uns immer Kreisergläs. Und mein Mann lacht sich immer kaputt, weil ich erst ein Stückchen Käsebrot esse oder Käsebrötchen essen muss. Und dann kann ich Kreisergläs essen. Ja. Ich kann das so Süßkram als Hauptspeise nicht essen. Ich kann es als Nachtisch. Ich brauche immer erst, so wie du, immer erst was, wo vorher herzhaft ist.
Okay, also ich muss sagen, bei uns an Karfreitag war es jetzt dieses Jahr ganz kompliziert. Also es war nicht schlimm, aber das Ding ist, also bei meiner Oma gab es klassisch immer Nudle mit Weißsoße. Und das esse ich ja einfach überhaupt gar nicht. Das ist quasi Weißsoße mit so Vanillepudding, ne? So, also das esst eigentlich keiner bei uns, außer mein Opa. Der wollte zwar nicht, dass wir das extra für ihn machen, aber ich habe es extra für ihn gemacht. Ich habe dann immer Vanillesoße gekriegt mit Nudle, aber das fand ich auch ekelhaft. Also die Vanillesoße konnte ich separat essen und die Nudle separat, aber zusammen. Der Dommer, also dann haben die Ilse und ich gesagt, wir machen uns so diese rostische Ritter sind es so, die Kartaisergläs, weil die Mallis, also deine Schwiegermutter, das so immer gemacht hat. Und die Ilse hat es dann so gemacht, wie meine Uroma das immer gemacht hat. Und es hat echt super geschmeckt. Es war mega. Und ich habe Vanillesoße selber gemacht. Das haben wir dann dazu gegessen. Und der Dommer wollte weder das eine noch das andere, weil er halt auch kein Süß essen kann. Und dem habe ich Mac and Cheese gemacht. Also hat der also Auflauf vor Mac and Cheese gehabt. Wir haben dann alle ein bisschen von dem Mac and Cheese probiert. Mein Opa hat die Nudeln mit Weißsoße gegessen. Aber alle fanden halt, außer mein Opa, der isst ja kein Zimt. Deswegen gab es bei uns diese Kartaiserklöße nicht, weil mein Opa und mein Vater kein Zimt essen. Aber die waren echt geil. Ja. Also eine kulinarische Reise. Ja. Ja, aber so, eigentlich haben wir Junge im Kuchen auch gefangen. Also, ich weiß es nicht, ich kann es nicht so, also ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ich jetzt heutzutage Kuchen mache, merke ich mache halt gern immer neue Rezepte, deswegen backe ich immer mal was von der Kiki neu, ne? Die Leute essen es dann, aber ich merke oftmals, es ist ja nicht so süß oder keine Ahnung und wirklich so die typische Klassiker, wie jetzt Biskuit, Bode mit Erdbeere und Sahne, das fressen die bis auf der letzte Krümel, auf gut Deutsch gesagt. Oder der Dommer will einen einfachen Käsekuchen von meiner Oma. Und das sind die Leute zufrieden. Also sie wollen gar nicht so diese Experimente. Und wenn ich jetzt meine Mutter oder mein Opa oder meine Tante frage, dann wollen die meistens so einen Klassiker. Die sagen dann, ah ja, Schwarzwälder oder Frankfurter Kranz oder Eierlikör-Tot, sowas halt, ne? Ich weiß nicht, wie es bei euch, weil du viel experimentiert. Nee, das ist, also eher meine Schwester wurde nach eher sowas ausprobiert, neumodische, also was ist neumodisch, aber eher so ein fruchtiges, sag mal, meine Schwester hat zum Beispiel nur einen Zucchini-Kuchen gemacht. Oh nee. Nee. Ah, nee, 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 Der war eher nee. so drucke, aber das hat geschmeckt und mir das selbst schon, das hat das, mein Mann hat es sogar geschmeckt, Zucchini-Kuchen. Nee, bei uns gibt es auch eher so das Traditionelle, also auch eher so Ribbelkuchen. Ja, also sowas traditionell. Also wenn Äppelzeit ist, dann gibt es halt auch viel mit Äpfel, gesunden Ja. Apfelkuchen, französische Apfelkuchen. Dann gibt es auch den, kennst du denn überhaupt den Apfelkuchen mit so Hefeteig, wo dann Apfelmus drauf kommt und dann so nochmal aus Hefe, nochmal so Gitter aber drüber gezogen. Nee, Ne? kenne ich nicht. Dann lässt zum Beispiel mal in die Cousine Natascha gern. Den gibt es dann auch immer. Aber bei uns gab es immer, also auch eher so Klassiker, also neumodische Kram. Ne. Aber wohl eine Zeit lang kann ich mich noch entsinnen, du hast an der Oma gebacken, deine Tante und der Mutter. Ja, dann hat mir manchmal, wenn man dann, der Kreis wurde auch immer kleiner, da waren manchmal dann nur 4 Leute oder 6 Leute mit 3 oder 4 Kuchen. Ja. Weil der Mutter hat schon früher auch gern so ausprobiert, ne? So Giotto-Torten so gemacht. Meine Mutter darf auch immer zu ihrem Geburtstag Pfannkuchen machen. Ja, meine Mutter auch. Pfannkuchen ist auch so ein Klassiker. Stimmt. Und Muffins war eine Zeit lang bei uns, wo mir. Und Amerikaner. Deine Mutter, Amerikaner. Ja, das stimmt. Nee, die habe ich nie gern gegessen. Ich mochte ja bei der Bäckerei nicht, die Amerikaner. Ich weiß Am nicht. liebsten mag ich die mit, also wenn meine Tante macht sie immer mit Rosine. Oh, ich esse gar Die Kerosine, bleibt geht länger gar nicht. frisch. Nee, ich esse Kerosine. Also das ist sowieso das Schlimmste. Es gibt ja Leute, die machen Käsekuchen mit Rosine drin. Nein, ohne. Oh, Fudeibel. Ohne. Weil das war nämlich auch in der 80er so zeitlang so modern, diese blöde Rosine überall. Nein, weil ich weiß nicht, ich glaube, in der 80er kam so das Thema Müsli auf. Sollen alle Müsli essen und plötzlich war alles mit Rosine. Das war für mich der Horror. Ach, Rosinebrötche? Nee. Ich habe dann die Rosine rausgeschmissen und habe den Rest gegessen. Ich weiß, meine Tante macht, die ist so verrückt. Die holt mittlerweile holt sie die Rosine im DM-Markt, die Bio-Rosine, und pickt die schwarze Rosine raus, damit sie nur, sie hat gesagt, sie will die schwarze, die verbrannte, also die dunkle Dinger nicht, sie will nur die helle. Oh Dann nee. pult die da rum und hockt sich hier und stellt sich, also holt dann noch die Dinger da raus. Meine Mutter nicht, meine Mutter ist so eher radikal, die schmeißt die ganz neu. Also Also die ja, sortiert die auch nicht aus. also nee, aber ich bin so froh, dass dieser Rosine-Hype
toi, 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 ich glaube nicht, dass es wieder kommt, ein Ende hat. Weil du gabst ja echt alles mit Rosine. Du gabst sogar so Studentenfutter mit der Rosine drin. Aber du gabst doch auch dann diese, ich weiß gar nicht, was das war Schokolade, so kleine, also du war irgendwie von Alpina, gab's es. Es gibt's heute noch, Schokorosine. Ja, Schokorosine, aber das da war noch lecker. Andere Sache drin mit Schoko, oder? Nee, also das gibt's immer noch von Alpina, ja, Schokorosine. Ich meine, das war das Einzige, was ich an Rosine essen konnte, die Schokorosine, aber der Rest war für mich die Reinschquälerei und Katastrophe. Ja, so viel zu unserem Kaffeekränzchen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Kommentiert mal gern drunter, wie es bei euch daheim so abgeht oder was bei euch so die Traditionen sind. Und vielleicht treffen wir uns das nächste Mal wieder zu einem Traditionsrituale-Talk. Genau. In diesem Sinne wünschen wir euch noch einen schönen Abend. Machen's gut. Servus. Gute Nächte. Ciao. Tschüss.